Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Ford GT, und zwar mit den Ausgaben 98 bis 102. Ja, leider ist das eine Paket immer noch nicht eingetroffen, beziehungsweise ist immer noch rückständig laut dem Kundenportal. Lieferung ungewiss, wann das mal kommt, ne? Aber zumindest ist schon das nächste Paket da, und ja, da ist schon das nächste große Karosserieteil drin und weitere Teile natürlich auch. Was genau, zeige ich euch gleich mal in einer Aufnahme, denn ein bisschen was können wir schon wieder weiter tun an unserem kleinen Sportflitzer hier, dem Ford GT. Ja, lasst gerne kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt. Gerne noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar. So, bevor wir hier natürlich weitermachen können, habe ich mir jetzt nochmal alle Komponenten der letzten Ausgabe auf den Tisch geholt, und wir setzen als nächsten Arbeitsschritt, beziehungsweise als ersten Arbeitsschritt für dieses Video, hier mal diese zwei silbernen Bleche ein. Die haben wir ja hier von der letzten Ausgabe noch aufgehoben, und die setzen wir jetzt einmal hier passform ein und verschrauben die von unten mit FP01 Schrauben. Das sind dann hier die noch hier ebenfalls übrig geblieben sind. Machen wir hier von unten festgemacht als erstes mal rein. So, einmal. Alle übrigen Teile heben wir natürlich weiterhin auf. So, das haben wir drin, und dann sollen wir schon anfangen, die erste Tür einzusetzen, und zwar die linke Tür aus der Ausgabe 12. So, die sollen wir jetzt einmal hier so seitlich einhängen. So, dann mache ich jetzt hier gleich erstmal die Passform. So, hier müssen wir natürlich immer darauf achten, dass die Türschließe hier unter dem Blech durchgeht, ne? Sonst passt das Ganze nicht. So, dann brauchen wir zweimal FD01. So, wir gucken, sind das die hier? Ja. Das sind ebenfalls noch die von der letzten Lieferung. Sind doch bestimmt noch diese Ringe drüber, diese schwarzen. So, ich habe jetzt beide Türen eingebaut. Dann wird noch hier einmal der Rückspiegel passend in das Loch eingedrückt. Und der nächste Schritt ist jetzt einer, den man zwiegespalten sehen kann. Ich habe jetzt der Bauanleitung nach keinen Widerspruch gefunden, warum wir jetzt mit dem folgenden Schritt, den ich euch jetzt gleich zeige, nicht fortfahren sollten. Genau, weil nämlich in der fehlenden Ausgabe, die mir noch fehlt, also in der kompletten Lieferung, wird nämlich hier hinten der komplette Motorblock mit der Hinterachse eingesetzt. Und entsprechend, ja, ist natürlich mein Auto jetzt nur zur Hälfte hier hinten fertig. Aber, wie gesagt, ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, warum man den Teil jetzt nicht als nächstes hier einbauen sollte, weil der Abteil hier, genau hier mit der Trennwand, genau abschließt. Und man dadurch nicht in die Bredouille kommt, dass man hier nirgendwo nachher nicht mehr rankommt. So, deswegen fahre ich jetzt hier mit diesem Schritt fort und setze jetzt hier als nächstes die Tür ein. Nicht die Tür, ihr wisst, was ich meine. So, das ist jetzt hier allerdings ein bisschen knifflig gelöst, weil
diese Türen sich nur ganz schwer hier an der Seite durchpressen lassen. So. Und dann müssen wir das Ganze jetzt einmal hier passform drüber setzen. Und dann entsprechend von unten mit FD01 Schrauben sind es, glaube ich, genau, quasi einmal die Karosserie verschrauben. So, dafür drehe ich mir das Ganze jetzt einmal vorsichtig um und hoffe, dass jetzt gerade nichts Loses drin ist, was irgendwie rausfallen kann. Aber ich glaube, da müsste eigentlich alles fest sein. So, und dann drehen wir jetzt hier an 4 beschriebenen Punkten die FD01 Schrauben ein. Ich finde übrigens den Weg, eine Karosserie einzusetzen, entspannender, als wenn man die komplette Karosse mit einmal befestigen muss. Vorne noch mal 2 Schrauben rein. So, Lieben, ich habe jetzt hier das Ganze jetzt festgeschraubt, habe die Karre auch mal rumgedreht und versucht, die Türen zuzumachen, aber das Ganze ist ein richtiger Kampf. Und worauf ich auch unbedingt hinweisen möchte, ist Folgendes, dass wenn ihr die Türen, also bei meinem ist es jetzt gerade so, warum, weiß ich nicht. Ich habe alles der Bauanleitung entsprechend festgemacht. Wenn ich die Türen hier quasi einmal wieder zumachen möchte, also zumachen, ne? Dass das einfach so, wie es die Anleitung sagt, hier alles der Form ist, platzt mir hier die Farbe runter. Dasselbe auch hier oben an den Kanten. Ich habe jetzt hier überall Tesafilm hingemacht, also hier gerade an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennt, hier ist mir nämlich von dem Blau und von dem Orange schon ganz minimal was weggeplatzt, weil einfach hier, durch dass man das hier unter dieses Blech drunter schiebt, entsteht einfach hier eine Kratzwirkung. Ja? Und deswegen habe ich mir jetzt hier erstmal Klebefilm hingemacht, damit das wenigstens einigermaßen geschützt ist. Also weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, beziehungsweise der Türschließer funktioniert auch noch gar nicht. Also die Tür, wie gesagt, ich habe die jetzt sogar hier lang mit Klebefilm befestigt, weil die einfach so extrem unter Spannung stehen. Müssen wir mal schauen, ob sich das dann mit dem Einbau der hinteren Karosse dann wieder ein bisschen gerade biegt. Hatte ich ja beim Ghostbusters auch gehabt, dass sie 2 Türen gar nicht schließen lassen, haben lassen. Und nachdem das Ganze dann verbaut war, ging es dann. So, also wir machen jetzt mit der nächsten Ausgabe weiter, und zwar der 100. Da gibt es jetzt einmal dieses große Bauteil, nämlich den hinteren Teil der Karosserie. Mit dem machen wir jetzt aber noch gar nichts, ne? Den lassen wir jetzt einmal noch außen vor. Legen wir mal auf die Seite und nehmen uns jetzt die Teile der Ausgabe 98 vor, und zwar den ersten Seitenschweller. Und da müssen wir mal aufpassen, hier ist nämlich noch ein Klarteil dabei, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Ups. Und zwar dieses hier. So. Wenn was passiert hier? Nee. Gut. Dieses Klarteil hier, das braucht man nämlich jetzt einmal, und das soll hier vorne eingeklippt werden. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie rum.
man sieht es tatsächlich nicht richtig, wie rum es drauf ist, ob das jetzt quasi mit der glatten Seite nach vorne, aber ich glaube, doch, es muss mit diesen Schraubnieten nach hinten drauf. Sonst passt das, glaube ich, nicht ins Profil rein. Ich lasse es mal nur so vorsichtig aufgesteckt und ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie rum das Bauteil draufkommt, weil in der Anleitung sieht man es wirklich nicht richtig gut. Weil auf einem Foto ist es so zu sehen, das wäre die Scheibe hinten, also Richtung Frontscheibe. Und auf der anderen Aufnahme sieht es aus, als wäre es so rum drin, wie es hier, wie ich es jetzt habe. Ne? Könnt ihr mir mal schreiben, wie rum genau das jetzt draufkommt, ob die Nieten nach vorne zeigen müssen und das Teil und die Scheibe Richtung große Scheibe oder ob die Nieten Richtung Scheibe zeigen müssen und der Großteil nach vorn. Ja, ich lasse es jetzt, wie gesagt, mal so rum, nur so provisorisch aufgesteckt hier drauf, ne? Und ihr schreibt mir mal gerne in den Kommentaren unten rein, wie rum das Bauteil richtig reinkommt. So, also, dann legen wir das auch mal beiseite. Das brauchen wir dann entsprechend heute auch nicht mehr. Und nehmen uns mal jetzt hier den ersten der zwei Seitenschweller vor. Den können wir nämlich hier schon einsetzen. So, und dafür müssen wir den Wagen jetzt einmal hier vorsichtig auf die Seite kippen. Und sollen den dann jetzt das Kabel, wo kommt das eigentlich lang? Hier ist nirgendwo ein Ausgang. Ich glaube, das kommt hier durch diese Aussparung durch. Oder? Ne, die Aussparung ist nach hinten. Ich verstehe es gerade nicht, wo das Kabel lang gehen muss. Bei denen in der Anleitung gibt es gar kein Kabel, was da irgendwo lang geht. Das ist ja auch lustig. So, okay, dann schauen wir mal kurz in die nächsten Hefte rein. Vielleicht gibt es irgendwo ein aufklärendes Bild. Ja, hier in der Ausgabe ist zum Beispiel ein Foto zu sehen, wo das Kabel an der Seite rausgeht. Also quasi gequetscht wird. Und in Ausgabe 102 sieht man es nur von oben. Also tatsächlich muss das Kabel hier irgendwie nach oben raus. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es hier durch diesen schmalen Spalter soll. Aber nee, es kann ja auch nicht sein, weil da kommt ja das Teil drauf. Sehr merkwürdig, wo das lang soll. So, weil das wird jetzt hier untergeklippt. Halt, jetzt war ich einmal zu schnell. So, hallo ihr Lieben. Ja, ein neuer Tag. Ich habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen und habe das ganze Ding jetzt nochmal komplett auseinandergebaut, also runtergezogen, die Karosserie hier. Und habe jetzt mal folgenden Schritt gemacht. Ich habe diese kleinen schwarzen Teller, die man hier einbauen soll, habe ich jetzt mal umgedreht. Also dass quasi die flache Seite auf der Blanko-Karosserie-Seite liegt. Die Türen lassen sich jetzt leichter auf- und zumachen. Ne? Also gerade die rechte Tür schleift immer noch ein bisschen hier vorne am Rahmen. Sie wackeln jetzt ein bisschen, aber sie lassen sich jetzt hier zumindest mal problemlos auf- und zumachen. Und eins habe ich noch gemacht. Ich habe als erstes mal hier auf der Seite den Seitenschweller eingebaut, bevor ich die Karosserie draufgesetzt habe. Und schwuppdiwupp, dann geht das nämlich hier auch easy peasy. Ja, und auf jeden Fall stimmt jetzt hier auch mein Abstand hier mit dem Logo. Es ist immer noch so ein kleiner Millimeter Versatz, aber nicht mehr so extrem wie vorher. Vorher hatte ich ja hier fast 5 mm, also einen halben Zentimeter Versatz. Und genau deswegen mache ich jetzt als nächstes, bevor ich jetzt hier die Karosserie festschraube,
Mache ich jetzt den einen Karosserieflügel hier noch dran, den einen Seitenschweller von der Ausgabe 99. Geht dann nämlich wesentlich entspannter mit dem Einbau. So, hier ist noch ein kleiner silberner Griff drin. Müssen wir gleich mal schauen, wo der hinkommt. So, und dann machen wir jetzt hier die Schrauben rein. Schraubendreher, wo habe ich den hingeräumt? Da. So, und zwar setze ich jetzt als erstes den Schweller ein. Also die Karosserie ist jetzt noch locker, ne? Die sitzt jetzt nur lose drauf. Und dann kann ich das Ganze nämlich jetzt hier problemlos einsetzen und setze nachher die Karosserie einfach hier in diese Aussparung drüber. Das geht wesentlich entspannter. Für die Kabel habe ich übrigens das Rätsellösung gefunden. Und zwar ist hier ganz unten in der Ecke, ich weiß nicht, ob man sieht, wo das Kabel rauskommt, ich glaube nicht, ist ja ganz unten eine kleine Aussparung. Das heißt, ich habe die eine Schraube hier innen nochmal gelöst. Habe nur die Verbindung auseinandergezogen, das Kabel einmal durchgefädelt, unten am Chassisboden lang gefädelt, hinten in die Aussparung raus und jetzt guckt es auch da hinten zu dem entsprechenden Loch raus, wo es durch soll. So, also. Ach nee, halt mal, ich sehe gerade was. Wir können den Schweller ja gar nicht vorher anbringen. Sonst kann ich ja die Karosserie ja gar nicht festmachen. Okay, also der Plan hatte Lücken. Das heißt, ich muss tatsächlich in den sauren Apfel beißen und erst die Karosserie festmachen. Okay, also dann versuche ich jetzt hier nochmal mein Glück und mache das hier zuerst fest. Also, ich bereite das mal eben vor und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, Lieben, und das war's dann auch schon wieder, was wir hier an Bauabschnitten machen können. Ich habe jetzt noch die zweite Seite, den Seitenschweller, noch befestigt. Und ja, dann natürlich hier einmal hatten wir ja bei dem alten Seitenschweller diese kleinen silbernen Griffe drin. Die werden hier oben erstmal nur reingesteckt. Also ihr könnt sie natürlich auch erstmal aufheben. Die werden im Bauabschnitt 102 verwendet. Aber wir können ab dieser Stelle jetzt nicht weitermachen, weil uns einmal hier zum einen hier die ganze Partie mit der Frontnase fehlt und zum zweiten natürlich auch der restliche Teil für das hintere Fahrzeug. Ne? Dementsprechend können wir dann jetzt nur mal so für Deko-Zwecke einmal den hinteren Karosserieteil noch hier einmal in den Pin oben mittig einhängen und haben dann jetzt hier mal, wenn ich das jetzt hier mal vorsichtig hochhebe, einmal grob das fertige Auto, ne? Was noch lange nicht fertig ist. Aber so sieht man mal ungefähr, wie es aussehen soll. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss von der Baustelle und ja, würde mich natürlich freuen, in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und sage daher Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.